diese Materie so dicht oder basisdicht empfinden, dass er Schwierigkeiten hat, Erscheinungen, die aus einer anderen Basisdichte stammen, in 1:1 übersetzbar zu haben. Und uns scheint es gelungen zu sein, hatte ich den Eindruck, als könnten wir nach inzwischen ja, 40 Jahren, inzwischen 40 Jahre können wir miteinander noch so reden wie damals als Studenten. Also wir haben den Kontakt immer noch in einem Verständnisfeld, auf verschiedenen Seiten vorliegt dann. Ne? Und das hat sich dann auch bei uns festgelegt mit in der Gründung von Fräen und mit der Gründung dieses, wir haben damals das Büchner Theater übernommen, und also diese gesamte Bezugsweise und da hat man dann auch Leute auch mit relativem Talent kennengelernt, auch mit zum Teil weniger. Und es ist aber eben, ja, wichtig ist mir die Rückkopplung in einem interdisziplinär scheinenden, aber ich mag schon das Wort gar nicht so gerne, weil das selber schon ein Klischee geworden ist, aber sagen wir mal ein Beziehungsdenken, das wichtig ist und das mir auch wichtig vorkommt, das heute wahrscheinlich in der Aktualität nicht so erkannt wird, wie ich es für wichtig halte. Denn wenn man überlegt, dann kann es nur über so eine Form zu einem allgemeinen Konsens überhaupt kommen. Ja, dann, ja, weiß ich, dann wurde da in einer näheren Gruppe auch, hat sich dann um die Galerie Leonhardt, die sich damals kurze Zeit bestand, gruppiert. Ich habe schon eine lockere Verbindung auch und durchaus schätzenswerten Verbindung zu dem Bernard Dörriers, ich weiß nicht, ob in der ein Begriff ist, und fand das auch wieder so, dass ich den Eindruck habe, der war mir wichtiger als der Kluge und wichtiger als andere aus diesem Milieu. Nicht? Vielleicht ist der Reiz zu was gekommen, das kann ich jetzt nicht so übersehen. Wenn, dann aber wäre er einer der wenigen, den ich damals nicht so einzuschätzen vermochte. Nicht? Aber wenn ich mir überlege, wie die verschiedenen Wege sind, dann ist diese allzu große Bereitschaft, einen Adorno-Stil in der Sprache zu favorisieren, wie er bei Kluge oder solchen Leuten vorliegt, so dass ich den Verdacht habe, das mündet in eine Art von Terminologiesalat und hat keinen Grund. Ne? Also das gehört alles vielleicht mit dazu in diese Überlegung. Ne? Ich selber neigte dazu, habe das auch mal versucht darzustellen, mir zu überlegen, es käme darauf an, eine universelle Malerei zu gewinnen, die alle Dimensionen mit umfassen kann, die es als bildnerische Dimensionen gibt. Und diesen Punkt, der hat mich davor sozusagen in Distanz halten lassen dem, was ich als ideologische Begründung bezeichnen würde. Nicht? Dass also der eine sagt, ihm kommt es auf die Geschwindigkeit an, der andere sagt, dass
die Struktur sei es. In Wirklichkeit sind das Dimensionen an der Sache und sind nicht die Sache selbst. Und das wäre eben etwas, wo ich den Eindruck habe, der große Wurf und Entwurf und auch die unglaublich entscheidende Leistung geht natürlich von Kandinsky aus, also in der Entwicklung jetzt gesehen. Und dieses, dass dann auch bei Kandinsky es eine zweite Phase gibt, wo er dann mit Hilfe der Geometrie nochmal einen sehr weiten, aufreißenden Raumvorstellungsgrund gewinnt, diese Seite ist meines Erachtens bis heute noch nicht so ganz mit Kandinsky verstanden worden. Also wo ich den Eindruck habe, wenn ich zweifle, dass es um Geometrie zu gehen hat, aber der geometrische Punkt nicht vermeidbar war und auch eingegangen werden musste, ohne geometrischen Härte wäre es bei Mondrian nicht dazu gekommen, dass man dann sieht, wenn ich die Bilder des Kandinsky, diese späten, nicht unter geometrischen Gesichtspunkten, sondern unter räumlichen Konzeptionspunkten sehe, dann ist das eine ungeheure Sache. Und er wäre nicht so festzulegen darauf, dass er geometrisch sei. Ne? Nicht? Also, aber was ähnlich spielt sich in der Musik auch ab, wenn man Schönberg-Weber nimmt, langsam kommt man auch bei Weber inzwischen an den Gedanken, dass die nicht einfach serielle Musik machen, sondern dass das Serielle eine notwendige Durchdringungsform dessen, was man Musik machen nennt, wäre. Also dass es um den Ernst der Musik zu tun ist. Und es gibt irgendeinen Komponisten, der Schüler war bei Webern, der als rumänischer Jude, glaube ich, nach Russland geflohen ist und dort in Kasachstan an der Musikhochschule arbeitete. Und einen Einblick in diese Verhältnisse bringt, wo er betont, Webern waren wie mit einem Unbedingtheitsanspruch darauf versessen, sozusagen, es sei ungeheuer notwendig, Beethoven zu verstehen. Also eine ganz merkwürdige Spannungslage, die jetzt bei den Leuten, die von der seriellen Seite herkommen, unter Umständen nicht ganz so aufgegriffen sind, obwohl ich diesen Weg auch für notwendig und unumgänglich halte. War das aber so, dass ich den Eindruck habe, ich komme immer wieder auf den Punkt, wo man auf den Grund der Sache will. Und der Grund der Sache ist unter Umständen nicht die Methode. Ne? Also, oder ist auf die Methode angewiesen sogar. Ne? Also mir ist wichtig, dass man sagen könnte, die verschiedenen methodischen strengen Formen sind wie Notanker einer Entwicklung, die ergriffen werden müssen, aber nicht Selbstzweck sind. Also sowas wäre mir wichtig. Und wenn man jetzt da hatte ich dann zeitweise zu den etwas, wie soll ich das nennen, also den eine leichte Skepsis auch dem Kandinsky gegenüber, also nicht vom Grunde her, da war er mir immer fraglos, sondern eine Skepsis, ob er jetzt der große Erfinder ist ein falsches Wort, also der große Wurf, des Entwurf, der große Entwurf einer abstrakten Malerei ist, oder
und die Malerei aber noch nicht erreicht ist. Ne? Also das war meine Skepsis. Die Malerei muss sich selber erst dann durch die anderen Phasen hindurchfretten. Ne? Also durch Taschismus, Automatismus, die alles, die sind Wege, die sind im Verlauf äußerst wichtig, dürfen aber nie als autonome Inhalte angenommen werden. Und wenn ich jetzt da und da passiert dann, dass der Kandinsky die schon gewonnene große Leistung, die in den Kempel-Bildern, Kempel heißt dieser Sammler, glaube ich, ne? Da gibt es so ein Triptychon, das da von Bedeutung ist, in den Kempel-Bildern gewonnen ist, die das mit umschließt, sagen wir, ein Programm oder eine Auseinandersetzungsfülle, die ich unter Anführungsstrichen mit, vielleicht ganz falsch, mit Naturfarbigkeit bezeichnen möchte. Und zwar nicht farbig nach der Natur, sondern natürliche Farbigkeit. Und da ist er dann für mich sogar in demselben Spielraum noch, bewegt sich noch im selben Spielraum wie beim wie Monet. Und jetzt gewinnt er durch die Geometrie, aber reißt er das Ganze nochmal auf, also mit Hilfe der Geometrie, reißt das Ganze nochmal auf und er gewinnt eine Farbspannungslage, wie sie in dieser Farbspannungslage vor Kandinsky nie vorhanden war. Also wo ich den Eindruck habe, der Klangraum, wenn man will, ist noch auf Verschärfungen hin entwickelt, die vielleicht in früheren Zeiten als dissonant empfunden worden wären, die aber eine helle Schärfe haben. Und diesen Punkt, den finde ich eben fast den ganz großen Gewinn der Spätphase des Kandinsky, wo ich nicht den Eindruck habe, dass das, was manche finden, dass da sei zu ästhetisch oder sei manchmal sogar spöttisch gesagt, zu handgestrickt, die Formen. Das ist nicht meine Meinung, aber das könnte einem passieren. Da bin ich der Meinung, das wäre nicht richtig gesehen. Denn er hat räumlich einen Farbraum gewonnen, der vor ihm noch nicht zu gewinnen war. Also das wäre auch in dem Entwicklungsprozess einer Moderne zu denken, nicht? Wo ich den Eindruck habe, ich habe als Metapher dafür diesen Begriff eine Moderne, nicht? die sich anbahnt und wozu ja Leute dann wie Baumeister einen wichtigen Schritt auch getan haben. Also das ist alles sehr wichtig. Ich finde es eben auch wichtig, wenn man selbst also auf eine universelle Malerei oder Malerei universell aus ist, dass man die Spannungsfelder, die entwickelt sind, die werden zur eigenen Geschichte. Die sind schon Bedingung, bevor man weiß, dass man dieser Bedingung unterliegt. Und der Punkt der Integration dieser verschiedenen, erstmal nur formal, also Form und Farbmöglich gesehen. Es gibt aber dann darüber hinaus, und das ist für mich jetzt in den letzten Bildern nochmal ganz besonders, in meinen letzten Bildern ganz besonders wichtig geworden, es gibt, wenn die Form mal, wenn